So, dann können wir schon mal ein bisschen warm tuckern lassen. Oh, ich sag's euch, ich bin jetzt schon wieder total im Arsch. Ich weiß nicht. So, hallo erstmal zum ersten Motor-Vlog vom Senseless Survivor. Ich bin ja sonst schon immer durchs Anziehen fix und fertig. Bei der Hitze vor allen Dingen. Jetzt habe ich gerade noch die GoPro angebastelt. Die Akkus nochmal aufgeladen, Akku rein. Das war ja auch so eine Tortur. Es hat alles irgendwie nicht gepasst. Und am Ende musste ich mir dann noch so ein Media Mod für die GoPro 9 kaufen, weil so einfach wie ich es dachte, war es ja nun doch nicht. Okay, Ständer unten gelassen, okay. So einfach war es ja nun doch nicht. Einfach Mikro rein, wie ich es mir dachte, ja, scheiße. So, dann hoffe ich, dass das Ding jetzt korrekt aufnimmt, dass auch die Sicht stimmt. Ich hatte ja die Standardausrüstung, also diesen Standardstecker, diese Halterung für die GoPro. Da war aber die Kamera, die kippte so nach unten, also ihr hättet praktisch ja immer nur mein Cockpit gesehen. Also musste ich mir dann noch so einen anderen Stecker kaufen, der war geil, der war so geschwungen. Und das war richtig geil. So, nun passt er aber nicht mit der MediaMod zusammen. Also, die MediaMod hatte dann einen eigenen Stecker, den ich jetzt von unten reingeschoben habe. Aber es rastet ja oben ein. Ich hätte es lieber von oben nach unten reingeschoben, damit das Gewicht der Kamera jetzt den Stecker nicht rauszieht. Ich glaube nicht, dass das passiert. Wird schon nicht passieren. So, und dann ging es ja weiter mit den Klebepads. Ich hatte erst ein Klebepad benutzt, aber die Halterungen sind ja irgendwie falsch gebogen für den Helm. Der Helm ist ja vorne so ein bisschen rund und die Halterung ist ja längs rund. Also ich hätte die Halterung quer dran machen müssen. Das wollte ich aber nicht, weil du dann wieder Gelenke kaufen musst für die GoPro. Dann hast du hier wieder 3000 Arme, dass die Kamera geradeaus guckt. War mir alles zu blöd. Aber das eine Klebebett hat nicht gehalten. Das war rechts und links halt durch die Rundung des Helms waren halt Spalten zu sehen. Und da hatte ich kein Vertrauen dazu, habe das abgerissen, habe dann gedacht, okay, dann nimmst du zwei Klebepads, klebst du übereinander. Hat dann auch nicht gepasst. Waren immer noch Lücken, zwar nicht mehr so groß wie vorher, aber das Vertrauen war auch nicht. Und da habe ich es einen Tag später wieder abgemacht und es ging easy ab. Also in diese Klebepads habe ich überhaupt kein Vertrauen gehabt. Dann habe ich mir jetzt dann noch Sucro bestellt und habe den jetzt vor 2 Tagen draufgeschmiert und habe das jetzt mit Sucro befestigt. Also ich hoffe, das hält, viele schwören drauf. Wir werden halt sehen, was passiert. Und es gibt so viel zu erzählen eigentlich so. Ich hoffe, dass es jetzt auch mit dem Audio passt, dass es jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht so laut erzähle oder so leise erzähle. Das ist ja mein erstes Vlog. Und dass das alles richtig, wo ist jetzt immer richtig zuklicken den Helm, dass das alles passt. Und ich hoffe auch, die Ausrichtung der Kamera ist okay, dass man ein bisschen was sieht. Ich hätte sie vielleicht gerne noch ein bisschen mehr geklappt, aber ich denke schon, das sollte passen, oder? Ich denke schon. Ich will ja auch so, dass ihr seht, was ich sehe und so. Gut. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen die Karre warm fahren, die Reifen warm fahren. Und ja, das Ziel heute ist, würde ich sagen, Sprit haben wir noch genug, wir fahren Richtung Dessau, dann Zerbst, dann Reuden und da ist ja so ein
Biker-Kaffee, Tequila, irgendwas. Und da fahren wir jetzt mal hin. Ja, und mal sehen am Ende des Tages, wie es dann wird mit meiner allerersten Aufnahme. Ich hoffe, das funktioniert. Das Dumme ist, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt ein externes Mikrofon. Ob die GoPro das normale Mikrofon der MediaMod dann sozusagen deaktiviert und dann jetzt mein externes erkennt und nicht, dass das hier irgendwie nicht funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich hinten die Klinke reinstecke und dass damit die anderen Mikrofone deaktiviert sind. So, nicht wundern, ich fahre meine Karre halt untertourig warm. Ich ziehe die auch nicht auf. Ich weiß nicht, ich bilde es mir nicht ein, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich höre das, wenn die Maschine kalt ist. Das merkst du am Fahrgefühl und das hörst du auch. Also die klingt ganz anders, wenn die warm ist. Und dann fahre ich halt so, ja, sagen wir mal, 20 Kilometer habe ich mir von, ich habe jetzt den Namen vergessen, von Luis, da hier, die haben ja immer diesen Podcast oder diese kleinen Videos mit Tipps und Tricks und so. Und dann ging es auch mal irgendwie darum, die Karre warm zu fahren. Und ja, das mache ich so 20 Kilometer. Wir haben jetzt 3091 Kilometer runter, sagen wir 3090 bei 3110. So kann man dann schon mal ein bisschen am Gas drehen. So, jetzt fahre ich so im Bereich der 4.000, 5.000 Umdrehungen. Das ist natürlich nichts für die Gawa. Die will bei 8.000, zwischen 6.500 bis 8.000 fängt die dann an zu drehen und so. Und die hat ja auch ihre, was hat die, 64 Newtonmeter bei 6.700 und die 70 PS bei 8.000 Umdrehungen. Es ist, was mich allerdings so ein bisschen wundert, ist, dass das Ding halt nur 70 PS hat. Also war ich schon ein bisschen irgendwie, habe ich mich ein bisschen gewundert, aber die ist halt, die ist nicht gedrosselt, die ist halt von Werk aus mit 70 PS, also um genau zu sein, 68 PS ausgestattet. Was mich eigentlich wundert, ich hatte mir mal irgendwie so eine Yamaha, ich weiß nicht, eine R6 war das, glaube ich, die hat ja schon von Haus aus, die hat ja 50 Kubik weniger und aber dafür 50 PS mehr. Das ist ein bisschen, ärgert es mich schon. Ich muss sagen, am Anfang war das alles okay mit den 70 PS, hat völlig gepasst, aber jetzt könnte es von mir aus, jetzt könnte die Karre schon ein bisschen mehr haben, also 30, 40 PS werden schon locker drin noch, so, ja, ich weiß nicht, könnte es vielleicht was mit der Auspuffanlage noch ein bisschen hinzaubern. Mein Nachbar im Garten, der hat eine Super Duke, die hatte, glaube ich, lass mich lügen, ich glaube 170 PS oder 180 so in der Drehe. Ja, da hat er durch die Auspuffanlage nochmal 20 PS gekriegt. Keine Ahnung. Sagt er jedenfalls, ich habe es ganz nicht bezeugen sozusagen, ich bin die Kiste nicht gefahren. Ich kannte sie vorher nicht, ich kannte sie auch nach dem Umbau der Auspuffanlage nicht. Muss man ihm glauben, dass er jetzt so über 200 hat, glaube ich, hat er jetzt knapp. Ja. Naja, oh, endlich mal wieder auf Tour und das Wetter passt. Ich bin am Sonntag, bin ich ja gefahren, da waren es glaube ich 34, 35 Grad. Da bin ich Richtung Berlin gefahren, da hast du dann so eine Scheune, die Scheune nennt sich das. Das ist auch ein Biker-Treff. Also so ein Kaffee, war geil mit den Bikes und so. Und da habe ich auch einen getroffen. Ich wollte gerade los, da kam eine Suzuki neben mich. Knallrot, schön, so mit Schrift, so wie so eine Rennmaschine, richtig geil. Was natürlich ein bisschen blöd war, das hat er auch gesagt, war der Auspuff. Das war halt, glaube ich, noch Original-Auspuff und das sah aus, Alter, furchtbar, furchtbar. Aber er meinte, er findet jetzt irgendwie aktuell keinen Auspuff,
der ihm gefällt oder so. Und aber das Geilste war, ich habe ja ihn gefragt, so, er stand ja neben mir, kam neben mir an die Karre und ich so durch den Helm, als er dann abstieg, war erstmal einen halben Kopf kleiner als ich, der Gute, und er war schon älter. Und ich sage so, kann ich dich mal was fragen, du bist ja offensichtlich auch nicht mehr der Jüngste. Und wie das ist so mit so einer Supersportler, so nach vorne stützen, handgelenkstechnisch, schultertechnisch und so weiter. Er meint, das macht ihm überhaupt nichts aus, er hat da überhaupt nichts. Er steht auf so Rennmaschinen schon immer gefahren und so. Und dann habe ich nochmal gefragt, so, ja, wie alt bist du eigentlich so, wenn ich jetzt das auch nochmal fragen darf. Und der gute Mann war 72. Oh, hier ist Rollsplitt, scheiße. Da ging es jetzt mal einen kurzen Millimeter. Ja, hier haben sie Rollsplitt gestreut. Ah, ich hasse Rollsplitt. Ah, hatte ich letztens schon auf der Straße, Alter. So eine Scheiße. Und hier, die liebe ich auch ganz toll, die Radfahrer. Ja, zum Glück fahren sie hintereinander. Ja, 72, also das glatte 20 Jahre älter als ich und fährt eine Supersportler. Das ist ja, das war ja immer so meine Bedenken. Ja, ich habe ja jetzt, die Ninja ist ja keine Supersportler. Manch einer sagt ja, manch einer sagt nein. Ich finde es aber auch nicht, dass es eine Tourer ist. Also es ist auch keine Sporttourer. Also es ist schon, ja, keine Ahnung, irgendso. Für mich ist es so ein Zwischending. Ja, der Lenker ist ein bisschen höher, aber auch nicht so hoch wie jetzt bei der Duke oder sowas. Also ich weiß nicht, also keine Ahnung, ist egal. Als Einstiegsding war das richtig intuitiv, habe ich die Maschine richtig gekauft. 650 hat mir gereicht. Mein Kumpel war ich letztens besuchen, da hatte sich, glaube ich, eine 1100er geholt und eine 1200er, weiß ich auch nicht mehr. Das am Anfang mit 200 PS, das war viel zu viel und es hat ihn auch echt geprägt, so angsttechnisch. Er hatte halt viel Angst auf der Maschine und in Kurven und so. Ist ja auch klar, wenn du so... Ich bin jetzt über 30 Jahre nicht Motorrad gefahren und das war damals ja auch eine 150er EDZ. Leistungsgesteigert. Ich glaube, die hatte 2 oder 3 PS mehr als die nicht leistungsgesteigerten. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die 15 PS hatte oder sowas. Ich weiß es nicht, oder waren es 12 oder so. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Muss ich nochmal nachgucken, aber ist egal. So, 30 Jahre her und dann dachte ich mir, naja, nee, wollte ich mir eigentlich, eine Ninja wollte ich mir schon immer holen. So, und letztes Jahr gab es die nicht mehr. Die gab es einfach nicht mehr. Die waren so vergriffen. Ja, und da war ich schon drauf und dran, so mir eine Duke. Eine Duke zu holen. Aber ja, weiß auch nicht, dass für das Geld, was ich hier für die GABA bezahlt habe, hätte ich davon von KTM nicht im Ansatz die gleiche Leistung zum gleichen Preis bekommen. Ich glaube, das war, was war das? War das eine 300er, die ich mir holen will oder so? Oder eine 380er, glaube ich, haben die. War eine richtige Entscheidung, dass ich es dann doch nicht gemacht habe. Hat mich geärgert, weil ich ja eigentlich letztes Jahr schon fahren wollte. Aber es war trotzdem eine gute Entscheidung, nochmal zu warten. Und ich liebe meine Ninja. Ich liebe dieses Motorrad. Es ist wie für mich gemacht. Und ich habe mich niemals irgendwie großartig belesen oder gekümmert. So Einsteigermodell oder Einsteigermotorrad oder wie sagt man, nicht Rückkehrer, wie sagt man, also es gibt ja Einsteiger und Wiedereinsteiger, sage ich mal so. Ja, ich habe eigentlich nur das Motorrad gekauft, was mir gefällt. Natürlich schon ein bisschen so mit Blick auf PS, also jetzt nicht zu viel des Guten und so. Und ich finde, das Ding ist richtig geil. Die Reifen sind, glaube ich, nicht so unbedingt. Ich habe jetzt nicht so großartig den Vergleich, aber ich habe halt mir noch ein paar Videos später angeguckt zur Ninja 650.
die Standardbereifung, das sind, glaube ich, wie heißen die? Dunlop Roadmax Sportmax 2 oder so ähnlich. Oder umgedreht, Sportmax Roadmax, ich weiß es nicht mehr. Die sollen wohl nicht ganz so gut sein. Und also sagen wir mal, es gibt bessere. Also ich habe manchmal so, wenn die kalt sind, ist ja sowieso nicht so, dass du dann halt dich in die Kurven haust wie so ein Geisteskranker, wenn die noch nicht kleben. Aber selbst da habe ich manchmal so eigenartiges Gefühl, aber es ist vielleicht auch Einbildung, ich weiß es nicht. Ja, gut. Was ich halt jetzt auch mir geholt habe, ist so eine Beintasche. Hier muss man aufpassen, hier ist so eine Spurrinne in der Straße. Die ist halt ein bisschen beschissen, deshalb bin ich damals aus der Richtung hierher gekommen und habe das nicht richtig, und da bin ich auch kurz ins Straucheln gekommen. Ich bin hier rein, also die Spurrinne musst du mit Vorsicht genießen hier, also die hat es schon in sich. Naja, ja, jedenfalls hatte ich mir dann so eine Beintasche. War ich mal am süßen See und da war auch ein Biker, der saß in der Sonne und ich im Schatten. Ich sage, ey, komm zu mir in Schatten und so. Musst hier, der hat ja auch komplette Ledermontur. Ich sage, musst du nicht im Schatten sitzen. Ich kenne da nicht in der Sonne sitzen. Musst du nicht im Schatten sitzen, hau dich in die Sonne. Nee, kommt mir, setze ich hier mit den Schatten und so. Und mit dem habe ich dann anderthalb Stunden gequatscht. Und ich wollte mir erst so eine Bauchtasche kaufen. Und der meinte, nee, mach das nicht. Hol dir so eine Beintasche, die du halt dann am Oberschenkel noch festmachen kannst. Ich, oh ja, geil. So, dann habe ich. Aber was ich hasse, sind diese Straßenbahnmarkierungen, Alter. Die sind manchmal so glatt. Oh, ey, und das in der Kurve, ey, das ist so gefährlich. Die sollen ja angeraut sein, also ohne Witz. Davon merke ich, wenn ich drauf komme, ich bin mal drauf gekommen, da hast du nichts gemerkt von angeraut. Also, das ist wirklich, finde das Kreuz gefährlich und so. Aber ich bin ja auch noch übelster Anfänger. Ich bin ja jetzt 2,5 Monate erstmal wieder am Fahren. Ja, aber macht riesen Spaß. Am Anfang hatte ich wirklich so Bedenken, war das jetzt die richtige Entscheidung und so. Oh, als ich die Kiste vom Hof gefahren habe, war schon geil, aber ich bin da maximal mit dem Dritten da gefahren. Wenn ich fahre, ist das Hirn irgendwie nicht fürs Labern gemacht. Ich war ein Verkehrshindernis, genau das habe ich gesucht, das Wort Verkehrshindernis. Ich danke dir, Matze, ja, gern geschehen. So. Ja. Ich bin mal echt gespannt, wie die Aufnahme wird. Also ich bin so gespannt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtige Videoformat gewählt habe, ob das Mikro jetzt funktioniert und so. Bin ich so gespannt. Ja, und das Coole an der Beintasche, ihr seht, dass sie hier an der Seite hängt. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt auf der Kamera gesehen hat. Ich brauche meinen Rucksack nicht mehr. Ich hatte sonst immer den Rucksack auf dem Buckel und erstens sieht das uncool aus, zweitens, ja, wärmt es. Es hing auch so am Rücken und wenn an warmen Tagen wird es halt dann nochmal wärmer durch den Rucksack. Ach, keine Ahnung. So, jedenfalls mit der Beintasche ist es wunderbar. Natürlich kriegst du da nicht so viel rein, aber ich habe alles, was ich brauche. Ich habe mir auch eine kleine Flasche mit Trinken eingesteckt, weil am Sonntag bei der Hitze, ich habe ja komplett Ledermontur an, mit Stiefel, allem drum und dran. Und bei den 34, 35 Grad am Sonntag war es mir dann doch schon nach einer Stunde auf der Maschine doch schon so, dass ich hätte was trinken können. Und dann war ich dann zum Glück, wie hieß denn das, so ein Nest, da habe ich zwei Biker getroffen, zwei Münchner, die hatten hier so Enduros, BMW, so die GS, glaube ich, war das. Und die wollte ich eigentlich nach dem Weg fragen und die haben mir dann aber gesagt, hier kannst du hier vorne was trinken, da war so ein Blumenladen. Und ich sage, wie jetzt, soll ich da reingehen und mir
Blumenwasser hinter die Binde geben. Nee, meinst du, nein, das ist, kannst Kaffee trinken, kannst Cola trinken und so. Und deswegen, ich habe mich auch gar nicht gewundert, es war ja Sonntag und am Sonntag haben ja die Läden eigentlich zu, aber die haben wahrscheinlich dann so eine extra Genehmigung, weil sie ja auch so ein kleines Kaffee da wahrscheinlich haben und die Gastronomie darf ja auch am Sonntag offen haben. So. Super, 1,95, Alter. Die gehen mir alle auf den Sack mit ihren scheiß Spritpreisen. Ja, fahr, mein Bester. Ja, aber geil. So, jetzt endlich mal. Ich hoffe, ich quatsche hier nicht umsonst. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich nicht Aufnahme gedrückt habe, aber ich habe ja, muss ich vielleicht nachher mal an der Ampel noch mal gucken, dass das Ding auch noch läuft. Nicht, dass ich ja labere und das Ding nimmt überhaupt nicht mehr auf, Alter. Und wie ist das eigentlich, wenn der Akku alle ist? Ich kriege das ja gar nicht mit. Das Ding wird mir, ich habe ja keinen Stecker im Ohr oder sonst irgendwas, der mir sagt, ey, piep, 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 Akku alle oder so. Ist alles absolute Premiere. Ja, aber fetzt irgendwie. Also das habe ich mir gewünscht. Ich hoffe, dass es was wird. Ich hoffe, meine erste Fahrt mit der GoPro wird was. Ich würde mich so freuen. Ich hoffe, da geht auch nichts schief und es passt alles mit dem Audio und die Videoeinstellungen sind alle korrekt und so weiter und so fort. Ich würde es mir so wünschen. Natürlich muss ich gucken, wie ist das jetzt mit dem... mit der FPS, ich weiß gar nicht, habe ich 60 FPS eingestellt oder so, oder kann man da vielleicht selber noch mal gucken, leuchtet irgendwie nicht mehr. Also eigentlich soll das die Statusanzeige anzeigen. Oh ey, ich habe so kein Vertrauen jetzt in die scheiß GoPro. Mann, es hat rot geblinkt, warum blinkt das rot? Was soll das rote blinken? Ich dachte, ich gucke da drauf und er zeigt mir halt die Statusanzeige. Aber vielleicht ist das Rotblinken ja ein Zeichen dafür, dass es aufnimmt. Das Dumme ist ja auch, dass du kein Handbuch zur GoPro als Beilage hattest. Du kannst das online runterladen, habe ich auch gemacht, aber ich habe mir das dann alles nicht mehr durchgelesen, weil wir ja auch ins Gartenhäuschen wollten. Es war so eine Tortur. Ich glaube, 2 Wochen Hickhack mit der GoPro hin und her und bis ich es jetzt endlich erstmal am Helm befestigen konnte. Ich hoffe, das rote Blinken signalisiert Aufnahme. Aber eigentlich sollte er mir ja noch den Status anzeigen von der, vielleicht schaltet er das ab.